Jo, moin Freunde, alles gut bei euch? Willkommen zurück in der Nerdcrate 2 zum vierten von 6 Magic Square Toys Combaticons Videos. Das Set nähert sich langsam dem Ende, der Lord of War. Heute gucken wir uns an MSB 54 Tornado, was dann natürlich der gute Vortex ist. Spoiler-Alarm, es hat sich nichts geändert. Das Engineering von Magic Square ist immer noch... Ich will mal gewöhnungsbedürftig sagen, denn, kurzes Vorwort, da bin ich 100% von überzeugt. Magic Square wissen, was sie tun. Magic Square sind auch grundsätzlich ziemlich stolz auf das, was sie tun. Das Ding ist, man muss einen anderen Ansatz haben als New Age Toys. Wenn man den Ansatz von New Age Toys nimmt und das Ding hier zu transformieren, dann hat man gleich ein Problem. Das musste ich auf sehr schmerzhafte Art und Weise herausfinden, aber am Ende des Tages funktioniert es. Aber man muss definitiv seinen Kopf rumwickeln. Mit dem kleinen Vorwort aus dem Weg, gucken wir mal über die Box rüber. Ist nicht so unbekannt, das kennen wir mittlerweile von Magic Square. Alles schönes Artwork. Ich mag, wie der gute Vortex hier gezeichnet ist. Irgendwie ist der Autofokus schon wieder merkwürdig heute. Mit dem Magic Square Logo, alles top. Kennen wir alles wie immer auf der Seite. Einmal hier, einmal da nur die Designation auf dem Rücken. Dasselbe schematische Ding mit den Textpacks. Das ist soweit ganz schön. Innen drinne Standard Clamshell. Und dann alles, womit der gute Vortex so kommt. Anleitung wie immer zuerst und da geht das halt tatsächlich los mit dem, was ich meinte, dass das halt das Problematische ist, wie immer bei Magic Square Toys. Ich will mal eben gucken, dass ich euch eine möglichst, ich sag mal, schlechten Schritt raussuche oder einen, der das am meisten repräsentiert. Der einzige Schritt, der das repräsentiert, ist tatsächlich dieser hier. Wir haben hier blau, wir haben hier grün, wir haben hier rote Markierung. Das hier geht, weil das Bild in der Ansicht tatsächlich sehr gut ist. Da kann man tatsächlich sehen, was man machen soll. Man soll als erstes in dieser Ansicht das Ganze rüberknicken, als zweites das Ganze dann raus und als drittes im Endeffekt das Ganze dann zusammenschieben über diesen Slider. Das ist hier in der Ansicht, wie gesagt, sehr gut. Aber es gibt halt Teile und Momente, wo es halt wesentlich schlimmer ist. Es gibt zum Beispiel bei Magic Square, jetzt nicht diese Figur, aber irgendeine andere, definitiv einen Moment, wo man zum Beispiel in so einer Ansicht hier wäre und in diesem kleinen Bild, das ist alles verdammt klein, wie das Ganze hier einmal bebildert ist. Aber hier zwischen ist womöglich auch noch irgendwo eine blaue Ansicht. Und das findet man raus. Zusätzlich finde ich, ist das halt nicht über die Maßen hilfreich, dass die Farben, womit die Schwarz-Weiß-Geschichten eingefärbt sind, teilweise Form und, ich sag mal, Charakterzüge von gewissen Teilen tatsächlich einfach ja, limitieren, sind schlechter auszumachen. Wisst ihr, wenn man dazwischen dann noch ein anderes blaues Teil finden soll und so ein Pfeil liegt hier noch drüber, da hat man völlig verloren. Danach eine Sammelkarte, alles tippitoppi. Ich muss auch mal gucken. Okay, alles klar. Wirklich cool, wie gesagt, dass die das so in so einem kleinen Format hinkriegen. Das ist grundsätzlich schön, weil ich finde, das zeigt auf jeden Fall auf sehr peinliche Art und Weise, was tatsächlich in diesem Sektor möglich ist. Auf dem Rücken auch wieder sein Alternate-Mode mit den Textbacks und das normale Artwork auf der Front. Dann haben wir zwei Arten von Waffen. Wir haben hier einmal seinen ganz normalen Blaster. Ich komme die ganze Zeit irgendwie gegen, ne? So ist besser. Den können wir aufteilen, das wird dann so eine kleine Tankspitze, das machen wir dann in der Transformation, können wir zusammenstecken. Komplett unbemaltes Sculpt, tut aber was es soll. Und mit dem kleinen Pack in die normale schon vorgeformte Hand passt die auch ganz normal rein. Und dann haben wir hier zusätzlich noch zwei andere Waffen. Wir haben hier das genau selbe blaue Plastik, aber dann noch schwarz bemalt hier und grau bemalt mit demselben Ton, wie auch die Farbe vom Oberkörper entsprechend ausgewählt ist. Das ist ganz cool. Was ganz witzig ist, wie das gemacht ist, wie das anzubringen ist. Erstmal haben wir das hier ausgeklappt für diese Flügelwaffen für seinen Alternate-Mode. Und für den Robot-Mode stecken wir das entsprechend einmal hier rein. Quatsch, das schreibe ich doof. So, der muss hier unten rein. So, und dann wird das hier rumgewickelt und der zweite längliche Pack kommt hier in die Seite rein. Das macht man dann so. Ratsch, das ist jetzt hier, hast du Lack gesoffen oder was? Dann kommt das so und so, wenn ihr das da nicht mit seinen Blaster haben wollt, sondern seine zwei Armwaffen, dann könnt ihr das noch nach vorne drehen und dann kann er so richtig Piu-Piu Laser machen. Ich finde, das ist durchaus cool. Zum Zwecke des Reviews nehmen wir das aber ab und gucken uns den Kerl gleich dann basisch an. Aber das war es natürlich noch nicht. Es fehlt natürlich noch was. Nummer 1. Das Ganze wird ausgeliefert in einer schicken kleinen Zip-Tüte. Das ist schön. Und Nummer 2. Und hiermit dann auch ein Sneak Peek. Haben wir denn hier den quasi allmählich fertiggestellten Lord of War. Ich habe den bei mir gerade am Wohnzimmerplatz und habe den schon mal so ein bisschen vorkombiniert. Preview-Meinung
ziemlich stabil. Nicht perfekt, aber ziemlich stabil. Was ich aber halt eigentlich zeigen wollte, Vortex kommt natürlich mit dem Oberteil. Ohne das hier, das war, glaube ich, beim Night Tracer bei. Und das ist der grundsätzliche Teil hier, ne? Dieser hier. Da sind halt ja noch Reifen von Onslaught da, damit das den Look ein bisschen zusammenbaut. Funktioniert so semi, weil hier haben wir silberne Felgen und hier nicht. Das hätten sie besser machen können. Kombinationsprozess mit Blast-Off klappt ganz gut. Und das Ganze packt hier oben alles ziemlich safe ein, kann man nicht anders sagen. Gucken wir uns dann, wie das eingepackt wird und so weiter, machen wir alles im Lord of War Review. Das hier packt alles ein, ist alles ist über einen Slider gemacht. Hier ist sehr interessant, das sehen wir hier. Das ist dann hier unten eingeschoben in die Hüfte von Onslaught. Und dann wird das da noch über den Brustteil, wird das hier noch alles zusammengedrückt. Also das wird schon ein ziemlich massives Teil. Mehr soll es auch nicht geben. Die finale Meinung kriegt ihr, wenn es soweit ist, dann tatsächlich im Lord of War Review. Nicht komplett final. Die Hand hätte ich euch natürlich auch noch an Bruticus zeigen können. Weil er kommt natürlich mit der zweiten Hand. Die haben wir hier noch zusätzlich. Sieht ganz cool aus. Wir haben hier ein bisschen zusätzliches Blau mit dran, was das Ganze dann im Combiner-Mode zusammenbaut. Wir haben hier eine Kippung. Wir haben hier einen Swivel, der sehr tight ist. Und wir haben sämtliche Finger komplett artikuliert und sogar spreizbar. Das ist schön. Zusätzlich hier mit dem Daumen auf einer Kugel und ein bisschen Neigung hier. Und man kann den Daumen da reinpacken. Also wenn der fertig ist, und er soll irgendwie seinen Kombinationsmodus darstellen, so, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich ihn loslegen, kann er sich tatsächlich auch richtig schön auf den Boden abstützen. Oder ihr könnt tatsächlich eine sehr realistische Faust machen. Die Hand ist tatsächlich sehr geil. Mir fehlt das Gelenk hier, weil jetzt sieht das halt nicht komplett realistisch aus, aber ansonsten ist die Hand tatsächlich alles andere als schlecht. Ich bin echt auf das Ding komplett gespannt. Der erste Eindruck aber, wie gesagt, ziemlich stabil. Und damit, unbedingt klein mal ein bisschen her, sind wir dann auch bei Tornado. Grundsätzlich cool. Grundsätzlich tatsächlich sehr cool. Wie alles von Magic Square Toys. Ich bin da grundsätzlich, was den Look angeht, also nicht den Look mit diesen Matten etc. pp., bin ich ja grundsätzlich Fan. Weil es sind Legends. Legends sind grundsätzlich geil. Aber dieser matte Look und dann wieder das Engineering. Man muss halt sagen, so für sich selber, wisst ihr, will ich das echt machen? Aber dann denkt man sich so, ich habe jetzt 3 Stück gemacht. Ja, okay, machst du fertig. Naja, ist so. Und den zu kombinieren, ich habe ja mit Dennis bei Fulgi gesessen, der hat den ja transformiert und ich glaube, wenn du das guckst, du darfst mich gerne lügen strafen, ich weiß nicht, ob ich, wir haben hier zum Beispiel ein bisschen hässlichen Spookram, der guckt hier noch so raus, du darfst mich gerne lügen strafen, wenn ich das falsch erzähle. Ich bin der Meinung, den Oberkörper fand er soweit cool, die Beine sind gewöhnungsbedürftig, aber er fand das, glaube ich, nicht unbedingt schwierig. Deswegen habe ich mittlerweile so ein bisschen die Theorie, dass vielleicht sperrt sich mein Kopf gegen die Dinger mittlerweile einfach. Kann durchaus sein. Das werde ich nochmal versäubern. Das sieht nämlich wild aus, dass hier so ein Zibbel hängt und das nicht, dass sich abgeht. Das regt mich ja gerade auf. So, soll heißen, da hängen halt manchmal auch mal irgendwelche Teile rüber oder Toleranz sind nicht 100%. Aber grundsätzlich sieht das Ding schon gut aus. Headscarf ist stark, sieht gut aus. Riesenproblem. Den Kopf kann man einfach abnehmen. Wir haben keinerlei Artikulation für Hoch oder Runter. Wenn wir diese ganze Armatur rauspacken, dann können wir den nach unten gucken lassen. Aber ansonsten ist da nichts. Das ist ziemlich schade. Aber sieht gut aus. Auch das Türkis mag ich. Dieses gedämpfte Türkis, das sieht gut aus. Die schwarzen Details hier, die Helikopter-Details hier, das kommt alles ziemlich gut. Das kommt wirklich ziemlich gut. Aber viel ist da halt nicht dran, wisst ihr? Es ist eine flache G1-Cartoon-Deko. Die stimmt mit seinem Cartoon-Modell überein, so ist das nicht. Aber ist das Ding spannend anzugucken? Finde ich persönlich nicht. Proportionen sind gut. Interessant, was sie hier gemacht haben. Den Heckrotor, den haben sie hier hinten drinne rausgehängt, sodass sein Hauptrotor nicht die ganze Zeit rumdreht. Das ist smart. Das heißt, er macht immer nur so ein bisschen und dann ist Feierabend. Das ist cool. Hier vorne ist sein Fahrwerk drin. Das ist auch ganz witzig. Also man hat hier definitiv Möglichkeiten. Hier, guck mal, das ist das, was ich hier meine. Ne? Seht ihr das? Diesen Zibbel hier. Hängt die ganze Zeit hier so ein Zibbel ab. Das Schwarz ist hier nicht 100% sauber. Es ist halt mal so und so.
Aber solche Details, sowas dann wieder das Sharp. Bisschen, man sieht hier ein paar Fenster, hier ein paar Fenster. Davon mehr. Und vielleicht ein bisschen mehr Glanz in der Jung. Aber gut, will ich jetzt auch die Kirche im Dorf lassen? Ich glaube, das Ding haben wir auch kaputt diskutiert. Es ist halt so, wie es sein soll. Leute stehen drauf für den Cartoon-Look. Okay. Artikulation. Kopf hatten wir gerade. Arme. Komm, raus bis hierhin. Wenn wir das rauspacken, dann noch ein Stück weiter und lässt sich wieder einpacken. Da ist eigentlich kein großer Aufstand, das können wir sagen. Machen wir das so. Wir können entscheiden, ob wir das nach unten oder nach oben haben. Nach oben sieht besser aus. Dann haben wir hier ein Mini-Stück Butterfly um den Ballpack. Wir haben Oberarmrotation. Wir haben Rotation. Wir haben ein Doppelgelenk-Ellbogen, den wir nicht bei vielen Combiner-Cons haben. Und wir haben die Hand auf dem Swivel, wie immer, die außerhalb der Mitte ist, was ein bisschen merkwürdig aussieht, aber es ist halt da. Andere Seite, natürlich dasselbe. Kein Ab Crunch. Hüftrotation funktional, fast ein bisschen locker. Ich sehe das Problem kommen wie bei Blastoff. Den habe ich im Armmodus und das habe ich euch jetzt eben nicht gezeigt, da müsst ihr mir vertrauen. Seine Rotation ist ein bisschen zu locker, weswegen der Arm ganz gerne einfach runterschlackert, obwohl er die Hand tatsächlich aktiv nutzt. Beine nach vorne, quasi nichts nach hinten. Dieses Müh hier, aber sonst quasi nichts. Wenn wir das hier, na gut, wenn wir das hier runter. Alter, ist da nichts nach hinten? Ne, kann man nicht nach hinten. Nicht mal, wenn man die Armatur nach vorne macht. Das ist alles. Also so kann er. Das ist aber auch alles. Dann kann er hier so richtig den Paar liegen. Yay! Das ist halt doof. Nach vorne gut, aber nach hinten nichts. Das ist whack. Rotation um den Cut, fällt nichts auf, funktioniert gut, sieht nicht allzu schlecht aus. Ist okay. Doppelgelenk Knie, funktional, nicht wirklich ausmodelliert. Keine zusätzliche Rotation, manchmal gibt es das, sieht man ganz viel bei den Masterverse, das seht ihr bei mir oben in der Nerdcrate 1. Rocker nach außen, maximal, nach innen, maximal, nach innen nichts. Wir können das hier nutzen, aber das ist nichts, wenn man den drauf rennen lassen will. Also rennen wird er nicht großartig können. Einigermaßen limitiert von der Artikulation. Man kann im Endeffekt nur sagen, gut, dass viele den nur einmal transformieren werden, und zwar zu Bruticus. Ach ja, das ist ja wieder so ein matter Dude, ne? Das kannst du gut ausdrücken, das kann man nicht anders sagen. Hier sieht noch irgendwie leblos aus, oder? Naja, der hat Rot in den Augen, so, das ist ganz okay, aber der Rest ist halt tatsächlich ziemlich flach, ne? Flach ist das richtige Wort. Und für sonstige Scales. Wir können direkt schon Scale machen mit seinem Bruticus-Kollegen. Das ist also ein Riesenteil. Daneben können wir dann packen den guten Firefox. Das ist also auch ein ziemlicher Schrank. Da nehmen wir Masterpiece. Hier haben wir Fans Toys. Rick. Jetzt habe ich ihn. Rick. Und damit es noch richtig klein und goldig wird, haben wir hier den New Age Toys. Herbie 2.0. Zum Zuge der Transformation werden wir wieder die Anleitung nutzen. Deswegen machen wir es so gut, wie es irgendwie geht. Ich werde mir alle Mühe geben. Alles Weitere blende ich euch ein. Daher kommt jetzt wieder. Ihr wisst es, oder? Miau. Die ganzen Waffen sind ab. Das heißt, wir können direkt loslegen, indem wir den Kopf aber 180 Grad drehen. Auch nochmal hinten fett rot dran. Sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Wir drehen die Triebwerke einmal hier 180 Grad runter und die Hände drehen wir entsprechend auch einmal nach innen. Dann öffnen wir das ganze Programm. Die Klappe kommt hier über den Double Elbow nach oben, packt hier ein und die Hand, das ganze Ding wird ja ein Triebwerk. Die kommt rein, aber hier drinnen, Sputter, ist der andere Teil des Triebwerks. Der kommt raus. Jetzt kann die Hand rein, das ganze Ding schließen. Und dann haben wir hier den und das Teil müssen wir noch rumdrehen, damit der Teil geschlossen ist. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Zip, zap. Dann drehen wir die nach unten. Wir lösen seine Armatur hier oben entsprechend weg. Der Kopf klappt hoch, aber nicht komplett. Diese Armatur muss nämlich gewinkelt bleiben. Und dann können wir das ganze Programm hier auseinandernehmen. Dann kommt der ganze Kram hier auseinander. Wir bringen das raus und das raus und das raus und das raus. Die kleinen Paneele, die kommen dann entsprechend hier rein. Muy importante, das ganze Teil kann dann auch schon raus. Das ist nämlich der Teil mit diesem Minimalslider hier. Seht ihr? Der muss dann am Ende so. Machen wir aber erstmal so. Und wir haben hier
noch ein, zwei andere Teile. Die muss ich mal einmal lokalisieren. Genau, wir haben hier das. Der lag eigentlich hier. Der macht das eigentlich, um das zu stabilisieren. Aber interessanterweise ging es trotzdem, das Ganze in die Transformation reinzubringen. Und den Teil können wir dann auch rausbringen. Und jetzt können wir tatsächlich das ganze Gefuddel, glaube ich, erstmal ignorieren. Ja, das sieht gut aus. Jetzt kommen wir nämlich natürlich mal wieder zu den Beinen. Die Beine werden natürlich wie immer witzig. Euer bester Freund ist der Spudger. Wir fangen an, indem wir dieses Panier hier rausholen. Dann gehen wir hier einmal rein. Glaub mir, das Magic Square Plastik kann einiges ab. Das ist einer der Höhepunkte dieses Materials. Die Möglichkeit, da einfach was reinzupacken, was rauszuhebeln, das hilft unfassbar. Die raus. Dann kommen die zwei Geschichten raus. Dann müssen wir nur die Spitze, und zwar wirklich nur die Spitze von den Füßen, ich glaube, ja genau, 180 Grad einmal nach oben drehen. Die Seite geht ein bisschen schwerer als die andere. Das ist das mit den Toleranzen. Das kann manchmal uncool sein. Dann soll der Fuß hier hin und das Teil soll dahin. Warum geht das nicht? Warum ist das total merkwürdig? Ganz einfach, weil es keine Vermerke bei Magic Square ist, wie das sein soll. Dieses Teil ist hier unten eingesteckt über diesen Slider. Das heißt, ihr müsst jetzt sehen, dass ihr das hier rauskriegt. Das meinen sie. Das kommt jetzt nach hinten. Und der Teil, zumindest sieht das hier auf der Anleitung so aus, soll gekippt werden. Ich habe das nämlich wieder falsch verstanden. Die zeigen diese Halbkreise, die zeigen sie nicht immer 100% cool. Was sie jetzt hier wollen, ist, dass das hier hinkommt, damit ihr den Bogen hier voll habt. Und dann soll der Fuß hier rein. Machen wir auf der anderen Seite nochmal. Das ist ja der komplette Fuß. Den raus. Ihr zieht den unteren Teil raus. Das ist hier diese kleine Nase hier drin. Das ganze Ding nach hinten. Da könnt ihr den Teil raus, so, damit das hier sitzt. Das ist kein Stress, das ist hier so locker drin. Hauptsache, ihr kriegt hier diesen schicken Bogen hin, ne? Und dann könnt ihr das ganze Programm, indem ihr den Fuß nochmal so dreht, dann perfekt hier in diese kleine Kerbe reinbringen. Dann sollen wir das Ganze 180 Grad drehen. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben hier nämlich, genau, das hier. Das muss rumgedreht werden, damit wir diese Nase außen haben. Die zeigen halt in der Anleitung hier irgendwie, dass man das Ganze noch irgendwie runterziehen soll. Ich glaube, damit meinen die einfach nur, dass man hier diesen Slider sozusagen lockern soll. Es ist auch eine Menge vom Verständnis abhängig. Wir kommen jetzt zur zweiten Seite. Wir drehen das ganze Ding jetzt und lassen das einfach gerade mal so, wie es ist. Jetzt sowieso immer hier unten landen, können wir auch das Ganze mit der Kamera machen. Wir sollen, glaube ich, das soll mich auch das Ding. Den Teil hier rum, damit wir hier schon mal die Canopy haben. Das soll so hier drin landen. Dann soll der Teil hier rauf. Dasselbe wiederholen wir hier. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem ach so geliebten Punkt der Magic Square Origami Show. Der Vogel ist schon sogar drin. Das kommt dann eben entsprechend hier rein. Der Teil kommt dann hier rüber. Das können wir schon mal gerade machen. Das ganze Geraffel kommt nämlich gleich zusammen. Und jetzt fangen wir langsam an, Hubschrauber zu bauen. Das ganze Ding wird jetzt einmal gedreht. So. Den Teil könnt ihr einfalten. Ich weiß, alles nicht super leicht zu sehen. Glaubt mir, es ist auch für mich nicht einfach. Das Ganze müssen wir so machen. Den müssen wir so haben, den müssen wir so haben. Und das Programm muss hier dran vorbei, damit wir hier jetzt, na, seht ihr, wo das Ganze hingeht, schön diese Hubschrauberform haben. Das machen wir auf der anderen Seite nochmal. Vielleicht kriegen wir es dann sauber. Kann ich euch nicht garantieren, aber wir versuchen es. Das Ganze falten wir rum. Das machen wir so. Dann nehmen wir den und das, jetzt kommt das eben mit dem Magic Square Zeug, ne? Wir müssen das hier aneinander vorbeibiegen. Aber während das bei zum Beispiel X-Transports andauernd gemacht wird und da das Material sehr unvergebend ist, ist das bei Magic Square sehr vergebend. Auf diese Weise haben wir jetzt nämlich hier schon mal diese zwei Hälften und wir können, ich muss mal kurz schauen, wie das musste. Ich glaube, das musste, das ist richtig rum, müssen wir da schauen. Das stimmt auf jeden Fall. Diese zwei Hälften sollten so liegen und diese zwei, oder diese Nasen hier, die sollten so sein, dass das Ganze hier hinkommt. Das kommt dann hier hin und das schließt das Ganze. So.
ab, damit die Klappe das Ganze gleich dicht macht. Dann sollen wir das ganze Giraffe wieder 180 Grad drehen. Und wir haben das hier zusammen. Genau. Dann soll das Programm sogar noch hier rein. So. Und dann soll das hier nämlich zu. Die zwei kommen hier und hier rein. Jo, wird auch ein Schuh draus. Jetzt kommen wir nämlich zu der Sache, was ich eben sagte. Wir splitten seinen Blaster. Zip. Und das Teil kommt mit der Nase hier vorne rein. Nach Möglichkeit, ohne dass etwas wegfliegt. Mir ist letztens ein Blasteffekt von dem blöden Red Toys Lucifer weggeflogen. Nein, Maurice, keine Bange, keiner von deinen, einer von meinen. Und dann können wir das Ganze nämlich hier zusammenpacken. Das ist alles noch ein bisschen instabil. Hält aber soweit schon mal einigermaßen. Es wird so langsam ein Schuh draus. Wir stabilisieren das Ganze schon mal jetzt, indem wir das hier hochbringen. Ah, seht ihr? Das ist nämlich, was ich falsch gemacht habe. Der hier muss so rum. Den Pack brauchen wir nämlich hier. Dasselbe machen wir also. Und so ein bisschen Platz. Solange es instabil ist, geht das. Macht euch das immer so viel Platz, wie es irgendwie geht. Nutzt die Instabilität teilweise von Magic Square, um euch den Platz zu machen. So. Dann können wir das hier hoch. Und das Ganze hier, hier und hier rein. So langsam. Nicht Schuh, aber Helikopter. Definitiv. So, dann haben wir das. Das muss hier oben hin. Dann nehmen wir uns das ganze Programm. Das kommt hier rüber. Habt ihr gesehen, hier ist ein Doppelarm, den müsst ihr einmal so ein bisschen komprimieren. Und das kommt hier oben drauf. Das geht tatsächlich, ich sage das, das geht tatsächlich einigermaßen von selbst. Wenn ihr euch darüber begeistert und wenn ihr es hinbekommt, lasst das erstmal so, das ist besser, macht ihr gleich. Tatsächlich einen Dreh hier reinzukriegen und den Kopf darum wickelt, dann funktioniert das. Seine Waffe kann tatsächlich auch mit. Es bleibt sozusagen nichts liegen. Mit dem Schnubbi kommt das denn nicht. Kommt das hier so? Ne, ich glaube, das kommt tatsächlich so, weil das Ding leicht aus der Mitte ist. Bringt ihr das hier mit der Nase? Dahinter hoch? Genau. Hier rauf. Punkt vergessen, ist aber auch relativ egal. Können wir auch jetzt machen. Das ganze Ding packen wir hier oben zusammen. So, dass wir das hier nehmen können und das kommt hier oben dann jetzt in die Rückseite von dem ganzen Aufbau rein, damit ihr das entsprechend so habt und sein Kopf sitzt hier. Das sieht tatsächlich, man könnte fast meinen, ich weiß, was ich tue. Dann falten wir das hier runter und hier rein. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Jetzt können wir das Zeug hier runterbringen. Das Zeug hier runterbringen. Etwas widerspenstig, aber geht. Und wir können tatsächlich das ganze Heck zusammenbauen. Dafür bringen wir den runter, das ganze Programm raus. Und wir können, mal kurz was gucken. Nee, ist richtig so. Aber trotzdem ist das hier so hohl. Soll das so sein? Nee, das soll nicht so sein. Genau. Wir können das zusammenfalten. Ist okay, jetzt weiß ich wieder. Wir können das zusammenfalten. Das kommt hier hinten zusammen. Das kommt hier zusammen. Die Dinger müssen noch, oder? So. Und so. Immerhin ein Loch weniger. Wir können auch sagen, Loch an Loch an hält doch. Und hier sehen wir noch was. Da hängen die zwei ein hier. Da und da. Und hier und hier und hier. Können das noch ein bisschen zusammendrücken. Drehen. Na, diese Rotoren gegeneinander. Und wenn ihr jetzt denkt, Maga, was ist denn das für ein Loch? Gar nicht schlimm. Das liegt hier hinten quasi drüber. Da haben wir noch zusätzliche Rotoren. Und auf einmal haben wir einen Hubschrabbi. Hier haben wir noch das Fahrwerk, wo wir nur noch die Rotoren ausfalten müssen. Die haben hier so einen Übersprungpunkt. Den mag ich nicht.
funktioniert so hit and miss. Jo. Und dann seid ihr mit den MSB 54, genau, 54 Tornado in seinem Alternate Mode. Fertig. Und da ich Knaller das völlig vergessen habe in der Alternate Mode Sequenz, machen wir das nochmal eben so. Natürlich habe ich euch den gleich nach dem Cut gezeigt, ohne seine Waffen. Die könnt ihr hier dann noch entsprechend einmal links. Das sind die, die eben im A-Modus dran waren. Ne? Die waren hier so gefaltet, macht ihr gerade. Und dann auch entsprechend rechts anbringen. Und dann haben wir hier den kompletten Look. Wie gesagt, gleich nach dem nächsten Cut habt ihr das Ding komplett ohne die Waffen. Ich war einfach paddelig, aber so ist er dann komplett. Und nochmal eben, weil wir auch den Robot-Mode-Vergleich gemacht haben, haben wir hier einmal den Alternate-Mode mit Additional Cat her. Und dann auch mit seinen Waffen. Haut schon ziemlich cool hin. Same procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, James. Es ist faszinierend, dass es funktioniert. Dabei bleibe ich auch. Und es ist... Oh, oh, oh. Aua, 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 aua. Da habe ich was. Komm her, das kriegen wir hin. Ohne, dass du auseinanderfällst. Eins. Es funktioniert. Man hat eine Menge, wie ihr hier seht, wo man drauf achten muss. Wenn man das aber macht, kommt dabei was ziemlich Cooles bei raus. Das ist halt schade, dass er hier komplett so die Ohren hängen lässt. Das ist ziemlich wack. Sieht auch nicht gut aus. Aber drehen tut er. Bei Dennis hat er irgendwie nicht gedreht. Ich weiß nicht warum. Bei mir dreht er. Und sieht auch ziemlich cool aus, weil er dreht verdammt lange. Also da kann man richtig so... Das ist schon cool. Also kein Vroom Vroom, sondern Diddle Diddle. Sozusagen. Ist ein cooles Teil. Ist tatsächlich cool. Also... Es ist genauso im Ende. Wobei, ganz ehrlich, sag ich anders. Bei Swindle, Shitshow. Bleibe ich bei. Swindle, Shitshow. Weil den auch in den Combiner-Mode zu bringen, das Ding dann anzubringen, ist kacke. Aber die Transformation, das Engineering von dem hier, auch wenn hier so überall Löcher, das ist halt nicht schön. Ne? Hier Loch, da Loch, da Loch, hier Loch, nochmal hier unten Loch, da kannst du in seinen Hinterkopf reingucken. Das ist unschön. Aber so, aus so einem Winkel ist er cool. Aus so einem Winkel ist er cool. Aber Swindle ist kacke. Ich war gespannt, wie man den in den Combiner-Mode bringt. Blastoff war okay. Müssen wir uns dann angucken. Aber der Hubschrauber ist cool. Tatsächlich. Vernünftig. Mit der Tanknase vorne drauf. Der türkise Streifen legt sich schön rüber. Man sieht tatsächlich nicht viel vom Bord, muss man sagen. Ist nicht schlecht. Ich finde seine Düsen hier hinten ziemlich fett. Seine Triebwerke und so. Vor allem, dass sie das dann hier rüber auch noch so einen hohlen Teil verdecken. Ist schon nice. Das hier hinten dreht sich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob sich das drehen sollte, aber Diddle Diddle is strong. Für einen Vergleich habe ich gerade nicht allzu viel. Ich kann euch nur den Ex-Hound hinstellen von New Age Toys. Also, der Hubschrauber ist viel zu klein. Da habe ich nichts anderes. Ich denke, meiner Ansicht nach lohnen sich da auch keine großartig anderen Vergleiche. Und Leute, ich habe eine komische Nachricht für euch. Ich mag den. Der ist cool. Ich habe den jetzt gerade zurückgebracht vom Hubschrauber zum Robot und die Transformation läuft echt smooth, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist neben Night Tracer tatsächlich die erste Transformation, die sehr smooth läuft. Bisschen schade, wie gesagt, dass die Rotoren nicht gerade bleiben, aber er hat einen zusätzlichen F-Crud. Hat er tatsächlich. Man muss ihn ausloggen, weil der ist hier so ein bisschen, habt ihr gehört, ne? Der ist so ein bisschen eingerastet, aber er ist da. Und das bedeutet, ich kann nicht allzu viel Schlechtes zu Magic Square Toys MSB 54 Tornado sagen, denn das Ding ist tatsächlich verdammt gut. Der macht tatsächlich Spaß. Von oben runter kann ich es aber am besten so erklären, dass ich die Box nach wie vor, die ist gut, versteht mich nicht falsch, die ist gut, aber dieses schematische hinten ist immer noch nicht cool. Aber es ist alles stabil, alles ist sicher drin, alles ist tatsächlich tipptopp. Generell, Look ist halt, das ist hier so ein bisschen doof, dass das nicht voll zusammengeht. Das muss aber intern irgendein Fehler bei mir sein. Dieser matte Look ist halt nach wie vor nichts. Der sieht halt, der ist akkurat für einen G1 Cartoon. Da kann man nichts anderes sagen. Das ist das, was viele wollen und das ist das, was Magic Square machen wollte und das haben sie erreicht. So, ist nicht für mich. Einen gewissen subjektiven Teil kann ich da einfach nur mal mit einfließen lassen und das muss ich, finde ich, auch so ein bisschen, weil ich bin immerhin nur ein Mensch.
Aber das war durchaus erfolgreich. Accessoires sind gut. Wir haben die Combiner-Hand. Wir haben den Combiner-Torso. Der fehlt jetzt hier halt in Anführungsstrichen leider. Den habt ihr gesehen, den habe ich euch ja hier gezeigt. Das ist mit dem Kopf und der ganze Brustbereich ohne die Brustplatte. Von daher denke ich, sollte das okay sein. Das ist dabei. Sprich, der Bruticus ist bald endlich komplett. Materialien, das übliche hatten wir gerade. Ich stehe nicht drauf, aber es funktioniert. Farbe genauso. Die wollen den matten Look, deswegen möglichst wenig Farbe. Funktioniert halt für das, was sie vorhaben, definitiv auch. Artikulation ist dann wiederum stark, weil auch wenn er hier nicht runtergucken kann, kann man es dann wenigstens mit dem App Crunch so ein bisschen kaschieren. Immerhin, sag ich mal. Und ansonsten ist da halt viel dran. Diese neuen Hipskirts, wie sie das hier runter kollabieren lassen, das funktioniert in sich. Lässt aber halt keinen Platz nach hinten. Das ist dann leider schon ein bisschen schade. Der Spielspaß, den habe ich ein bisschen runtergedreht, weil dass die Artikulation ein bisschen leidet, dass der nicht komplett zugeht. Riecht, nutzt mich aber gerade so ein bisschen. Okay, jetzt ist besser. Bringt halt schon so ein paar Einschnitte in der Beweglichkeit. Nicht dermaßen viele, aber es bringt nun mal tatsächlich ein paar Einschnitte. Kann ich tatsächlich anders sagen. Robot Mode ist stark für das, was er sein soll. Alternate Mode ist stark für das, was er sein soll. Da kann ich dann nicht viel abziehen. Das ist das Ziel, was sie erreichen wollten. Das ist das Ziel, was sie erreicht haben. Ist nun mal schlichtweg so. Und für den Preis kriegt man tatsächlich auch ein ganz gutes Paket. Ich blende euch wie immer beide Preise ein, sowohl unseren als auch den zum Beispiel Bombusbee, weil man kann ja nicht verlangen, dass ihr alle bei uns kauft, auch wenn es sehr schön wäre. Aber das heißt, dass der Magic Square Toys Tornado, aka Legends G1 Vortex, tatsächlich gut ist. Kann ich nicht anders sagen. Der hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich bin auf den Arm-Modus gespannt. Sneak Peek und so weiter seht ihr bei mir auf Instagram. Genau. Ich fürchte, Lilly gibt es heute nicht. Die war gerade eben am Knabbern, aber die hat sich schon wieder hingepackt. Schnabel? Lilly Katz? Guck mal, was hältst du vom Vortex? Gut? Ja? Zum Spielen, wa? Magst du? Ich glaube, das zählt. Na, nicht? Findest du gut, wa? Ich glaube, da du mit dem Spiel willst, das zählt. Fein, mein Schatz. Dankeschön. Deswegen lassen wir das mal eben so. Ich glaube übrigens, der Pack passt hier nicht rein. Ich habe es auf der Seite versucht, das hat nicht geklappt und ich habe den vergessen wieder reinzustecken. Versuche ich im Nachhinein, sonst mache ich euch ein Bild rein, ob es geklappt hat. Aber sonst, das war der gute Vortex. Der hat tatsächlich großen Spaß gemacht. Mein Autofokus aber irgendwie überhaupt gar nicht. Ich weiß auch nicht wieso, jetzt haben wir ihn. Und ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Der Alex jetzt hat schon gesagt, er ist gespannt auf den Zusammenbau und ich bin das auch. Und ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Bleib brav, bleib gesund, friert mir nicht in der kalten Jahreszeit. Ich bin so ein bisschen am Schnüffeln, ich hoffe, das wird nicht schlimmer. Und ansonsten, ja. Danke fürs Einschalten, hatte ich glaube ich schon. Bleib brav und gesund, hatte ich auch. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. So. Und tschüss.